Ja, hallo Freunde, hier bin ich wieder, euer Fritz Meloni auf der Sendung. 33. Spieltag ist angesagt. Noch haben wir eine hauchdünne Chance, ich will nicht sagen, einen Aufstieg zu kämpfen, das ist so ein bisschen zu viel, aber noch haben wir eine hauchdünne Chance, vielleicht diesen Relegationsplatz zu erreichen und dann um den Aufstieg noch zu spielen. Wir werden sehen. Hier sehen wir auf jeden Fall die Topspiele des 33. Spieltages. Da haben wir einmal RB Leipzig, wo wir ja alle wissen, dass das der gute Baumi diese Mannschaft managt und sehr erfolgreich ist, glaube ich, in der zweiten Liga nach 18 Spieltagen auf Position 1. Sensationell, Hut ab. Chemnitzer FC kennen wir ja auch hier vom Hansa-Fan. Die sind hier auf 1, also der erste tritt gegen den fünften an. Dann haben wir Duisburg, die ich immer noch nicht abgeschrieben habe in dieser Liga, gegen VfB Stuttgart 2. Auch nochmal ein ganz interessantes Spiel. Beide Mannschaften können durchaus nochmal da oben ranreichen. Ja, und dann kommt der Hallische FC, die auf 2 sind. Für mich ist der Hallische FC so ein bisschen die Mannschaft, die Überraschungsmannschaft dieser Saison. Gegen uns, gegen FC Hansa Rostock. Und ihr seht, wir stehen auf 11. Im Moment müssen wir uns eigentlich nur damit beschäftigen, dass wir hier noch einen passablen Abschluss hier in dieser Saison bekommen und nochmal alle Möglichkeiten wirklich versuchen zu nutzen, die uns noch bleiben. Und da wäre heute nur ein Sieg. Ja? Wenn heute kein Sieg stattfindet, dann brauchen wir über gar nichts mehr weiter reden. Absteigen können wir nicht mehr, denke ich mir. Und dann wäre es nur noch für uns, dass die Saison vernünftig ausläuft. Also schauen wir mal. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal rein in diesen 33. Spieltag und gucken uns erstmal den Gegner an. So, da haben wir jetzt erstmal meine Mannschaft aufgestellt und ich will mir mal den Gegner anschauen. Puh, oh, das ist ein gefährlicher Mann. Den nehmen wir gleich mal hier in Sonderbewachung. Da haben wir noch Ziegenbein. Ziegenbein, war der nicht mal hier sogar bei uns? Ja, natürlich. Wusste ich doch. Kommt mir doch bekannt vor. Ja, das wird nochmal besonders spannend sein. Ansonsten denke ich mir mal, wenn wir uns die Spieler angucken und es mit unseren vergleichen, müssen wir uns jetzt nicht verstecken. Ja. Aber es wird halt ein sehr brisantes Spiel. Ich will nochmal hier reingehen und zwar würde ich jetzt sagen, wir gehen jetzt über außen. Da gucke ich mir aber nochmal die Laufwege an. Ja, das können wir so lassen. Okay. Anweisungen. Ja, ich lasse mal den Fadi nicht ganz so oft nach vorne. Er soll ja gar nicht mehr nach vorne, genau. Den habe ich ja so ein bisschen nach hinten beordert. Und er soll bei Standards nach vorne, bei einer Sprungkraft, das ist Quatsch, das nehmen wir raus. Mal bei ihm gucken. Er hat eine Sprungkraft von 65, also das ist schon eher realistisch. Gut, gut. Dann würde ich sagen, geben wir auf jeden Fall so eine kleine, ja, finanzielle Spritze hier rein. Müssen ja immer so ein bisschen aufpassen hier. Dritte Liga ist man ja nicht auf Rosen gebettet, was das Geld betrifft. Ihr kennt ja meine finanzielle Situation. Ich habe ja Geld aufgenommen. Naja, aber 1000 Euro, das ist jetzt, sagen wir so, 1300 sollten schon sein. So ein bisschen Anreiz sollte sein. Ja, ihr kennt ja meine finanzielle Situation. Ist ja, ich habe ja Geld aufgenommen, viel Geld aufgenommen. Könnt ihr gerne nochmal reingucken. Für euch Statistikfanatiker. Also wir haben hier einen Kredit aufgenommen. Von 8,5 Millionen waren das. Und mit Zins und Zinseszins müssen wir den zurückzahlen über eine Laufzeit von, ich glaube es waren 10 Jahre. Und da kommt dann so eine Summe zusammen. Das heißt, da ist noch sehr, sehr viel offen. Natürlich mit Spielerverkäufen und jetzt auch vielleicht, wenn wir wirklich noch in die Nähe des Relegationsplatzes kommen, kann über die Schiene da auch noch was reinkommen. Aber da bin ich im Moment eher skeptisch, so dass ich vorsichtig bin. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Spiel. Bis gleich, euer Smiloni. Mannschaft hier, die Mannschaft vom HFC.
City. Ja, ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Jetzt zählt es, jetzt geht es hier um die Wurst, auf Deutsch gesagt. Jetzt gibt es kein Zaudern und Zögern mehr, sondern jetzt müssen wir hier zeigen, ob wir Eier Cochones in der Hose haben oder nicht. Ja? Und es gibt Freistoß für den Hallischen FC. Ball kommt hoch rein. Aber Brinkies, ein sicherer Vertreter seiner Zunft, hat den Ball sicher. Schön auf Jakobs. Seitenwechsel hier, aber der ist zu steil. Den kann er nicht erlaufen. Da kommt er beim besten Willen nicht dran. Ja, ich bin auch sehr neugierig auf den Hallischen FC, mit welcher Spielanlage er hier gegen uns den Erfolg versucht, nach Hause zu bringen oder zu Hause zu lassen. Und ob wir nochmal am Ende der Saison in der Lage sind, solchen Top-Mannschaften aus der dritten Liga Paroli zu bieten. Ist Schala. Und jetzt ein schöner Pass in die Spitze und da kommt von außen Fardi, lässt sich aber abschütteln und der Ball kommt rein und da macht hier, ich weiß gar nicht, wer war es denn? Panjukov, ja, Andrei Panjukov, den wir ausgeliehen haben, macht hier das 1:0 in der 12. Minute. Schön zurückgelegt hier und da ist die Abwehr eine Sekunde unaufmerksam vom Hallischen FC und wir führen 1:0. Ja, Panjukov, für mich ja noch ein Spieler, wo ich sage, ich weiß gar nicht, was ich noch alles von ihm erwarten kann. Von seiner Veranlagung her, von seinem Talent, mit Sicherheit sehr viel. Aber ob er es dann bei uns abruft, das müssen wir abwarten. Heute hat er es auf jeden Fall, aber ihr seht es, der Hallische FC schlägt gleich zurück. Ja, Furuholm, der Mittelstürmer, schlägt gleich zurück. Da konnten wir uns gar nicht lange freuen über den Führungstreffer. Zack, sind wir schon wieder hinten dran. Schala. Und die nächste Möglichkeit hier. Also, dieser Panjukov ist heute in der guten Verfassung. Muss mich entschuldigen für die kleinen Leggies hier, aber das hat damit zu tun, dass im Hintergrund bei mir gerade ein Update geladen wird und da kann ich gar nicht drauf einwirken. Hoffe, dass es noch im Laufe des Spiels wieder weg ist, aber hier erstmal eine Bombenparade von Brinkies. Und der bringt wieder Panjukov in Szene und der zieht gleich ab. Der zögert erst gar nicht lange. Ja, halbe Stunde gespielt. Ich bin zufrieden mit dem, was meine Mannschaft hier auf dem Rasen zaubert. Also da kann man erstmal sagen, das ist okay. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir spielen gegen den Tabellenzweiten aus der dritten Liga. Und auch wenn der Hallische FC vielleicht nicht von den Spielern her ein überragendes Team ist, aber sie haben Überragendes geleistet in dieser Saison. Das zählt erstmal. Und da ist wieder Panjukov. Ah, der marschiert jetzt Richtung Tor. Schala. Ein bisschen blass heute. Aber hier setzt er sich durch. Und das macht er stark. Und dann muss der Torwart alles aufbieten, dass er hier den Ball zur Ecke lenkt. Das hätte schon wieder die Führung sein können. Aber da will ich dem Stürmer keinen Vorwurf machen. Er hat das richtig gut gemacht und es gibt Eckball. Da kommt Jakobs. Na, was passiert jetzt? Torwart hat ihn sicher. Schade. Hätte ich mir jetzt so einen Kopfball-Ungeheuer gewünscht. Einen großen Spieler, der dazwischen geht. Ja, das sieht jetzt gut aus, was meine Mannschaft hier macht. Schala wieder.
Aber der Hallische FC hält dagegen. Wir sind die Mannschaft in der ersten Halbzeit, die den meisten Ballbesitz hat und auch die besseren Aktionen. Aber es steht trotzdem 1:1. So ungerecht kann Fußball sein, ne? Oh, schöner Ball hier in den Lauf von Schala. Ich hoffe, er kann da was mit anfangen. Nein, das ist abseits. Scheiße. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber das ist scheiße. Ja, das Update lädt im Hintergrund. Oder nee, jetzt da war ich jetzt schuld. Ha, bin aus Versehen hier auf den Stoppknopf gekommen. Sorry. Ja, jetzt kommen sie wieder sehr gefährlich. Da müssen wir besser aufpassen. Und da ist Halbzeit. Halbzeit. Ja, insgesamt bis auf Ruprecht hier, der macht so ein bisschen einen schwachen Eindruck. Da könnten wir jetzt noch Kevin Long bringen, das machen wir auch. Und Fadi hier von der Form her sehr schlecht, aber heute macht er, hat er eine gute Leistung, denke ich mir. Zufriedenstellend, wollen wir es mal so sagen. Ja, und für Schala bringe ich jetzt Safran, damit wir noch ein bisschen mehr Druck vorne reinkriegen. Wir gehen jetzt mal volle Pulle. Dafür machen wir aber nicht ganz so früh den Angriff hier, sondern so bei 40%. Lassen den Gegner ruhig ein bisschen hier bei uns reinkommen. Und nee, das hat ganz gut geklappt. Wir lassen das mal bei 35. Das lassen wir. Was wollte ich denn jetzt nochmal? Ich wollte irgendwas noch machen. Achso, Spielergespräche, jawohl. Diesmal wollte ich es aber selber machen. Und zwar wollte ich hier ihn hier motivieren. Dasselbe mache ich mit ihm. Dann wollte ich ihn hier motivieren. Ihn hier motivieren. Und Lehmanns wollte ich auch noch motivieren. Massieren machen wir bei ihm. Bei ihm. Und bei ihm. Und dann sagen wir nochmal die Halbzeitansprache. Lass uns mal für Aufsehen sorgen. Auf geht's, zweite Halbzeit. Ja, es gibt eine Karte. War ein Foul gegen Safran. Vorräumen, der Stürmer, Stürmerfoul sogar. Ja, der ist heute heiß, das hat man gesehen bei seinem Tor. Also der ist einer der Aktivposten vom Hallischen FC. Aber ich habe irgendwie ein Gefühl, als wenn wir es heute noch packen könnten gegen den Hallischen FC. Weil so stark sind sie nun auch wieder nicht. Und das ist wieder abseits und das nervt mich einfach. Das fuckt mich ab. Da kriege ich Plack. Vorrollen muss jetzt auch sich ein bisschen zurücknehmen. Denn ganz schnell kriegt man hier eine gelb-rote Karte. Ich kann den Schiri jetzt nicht einschätzen, weil da werden zu wenig mit Schiedsrichtern hier im FM13 beschäftigt. Aber vielleicht ist das einer, der mal schneller durchgreift. Jemand hat schon den Arm gehoben. Schöner Pass jetzt hier. Allerdings zu steil. Aber Haas kämpft. Erobert sich den Ball. Sehr gut. Ah. Das ist gefährlich. Da war er wieder, der Furuholm. Der hat einen Riecher, der steht immer gut und er ist auch technisch stark genug, um sich in solchen Situationen ganz schnell mal durchzusetzen und so ein Ding reinzumachen. Da müssen wir besser aufpassen. Ja,
Ja, Safran kommt auch nicht viel besser wie Schala da vorne zurecht. Es ist heute nur Panjukov, der wirklich Zählbares hier zustande bringt. Und die Stürmer werden gut markiert vom hallischen FC. Die machen es uns da sehr schwer. Jetzt Safran, jetzt geht's vielleicht. Und da ist Panjukov. Aber der Torwart mit einem super Reflex lenkt den Ball zur Ecke. Schade eigentlich. Das war eine gute Aktion von Panjukov wieder. Oh, da ist er drinne. Haas müsste das gewesen sein. Nein, Kevin Long. Kevin Long kam nach vorne bei der Ecke. Und er hat es ausgenutzt, dass ihn keiner auf der Rechnung hat. Und ein schönes Tor hier. Aber da sieht die Abwehr vom hallischen FC gar nicht gut aus bei. Aber das soll mir egal sein. Müller kommt jetzt für Bertram. Mir wäre lieb, wenn sie den Fuguholm da vorne rausnehmen würden. Jetzt will ich nochmal gucken. Mit Einwechslung. Safran, naja, 4. Jakobs. Wer kann denn da beim Jakobs noch drüben spielen? Ja, das wäre doch mal eine Maßnahme, wenn wir den Zing gegen Lamm da vorne hinbringen würden. Und bringen Noel Alexandre Mondi. Den haben wir lange nicht mehr spielen lassen. Das täte ihm auch mal wieder ganz gut. Aber wir wollen hier die 3 Punkte auf jeden Fall haben. Das sollte heute unser Ziel sein. Ich hoffe, die Zeit trägt die Farben von Hansa Rostock heute. Sagt hier immer gerne der Bergi, ne? So, schön klären da hinten. Kommt, Jungs, macht doch noch ein drittes Tor, dann können wir uns da zurücklehnen. Ziegenbein, unser Ex-Rostocker. Haben aber nicht viel von heute gesehen. Und da ist Kevin Long. Und jetzt lädt das Update im Hintergrund, bis hier der Arzt kommt. Furchtbar. Ja. Noch eine gelbe Karte und jetzt gibt es den Wechsel, den angestrebten. Da ist Mondi. So, 7 Minuten noch. Dann haben wir die 3 Punkte. Da bin ich sehr gespannt auf die Tabelle, wie die anderen gespielt haben. Und ob wir da näher rangekommen sind. Und da ist das Ding drinne. Wunderschönes Türchen hier. Wer hat's gemacht? Kevin Long schon wieder. Also das ist ja heute ein Tag. Da wird er sich für die nächste Partie mit Sicherheit hier einen Platz von Anfang an sichern. Also das vergesse ich ihm so schnell nicht. Also das ist gerade in so einem wichtigen Spiel, zeigt sich ja immer, wer hier wirklich Führungsspieler sein kann oder nicht. Und heute hat er wirklich einen guten Tag. Sein 2. Treffer heute. Und das als Verteidiger. Und er ist ja nicht von Anfang an reingekommen. Er ist ja erst nach der Halbzeit reingekommen. Also Chapeau an Kevin Long. Spieler, den wir ja ausgeliehen haben, wenn ich mich nicht täusche. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob seine Leihe am Ende der Saison ausläuft oder ob er noch ein weiteres Jahr bleibt. Aber jetzt kommt nochmal der hallische FC mit Ziegenbein. Aber der Ball ist im Aus. Und ich denke, das Ding haben wir gewuppt heute. Die 3 Punkte haben wir hier mitgenommen vom hallischen FC. Das wird den hallischen FC wehtun. Denn die kämpfen ja, wie gesagt, noch um die Meisterschaft. Das war's. Wir gewinnen zu Hause. 3:1. Ja, man sieht dieses Update im Hintergrund. Das lädt wie ein Teufel. Aber ich bin auch wie ein Blier an der Seitenlinie unterwegs. Ich sage erstmal Tschüss. Wir sehen uns im Nachbericht. So, da sind wir schon beim Nachbericht. Ja, Kevin Long, bester Spieler, das freut mich sehr für ihn. Aber auch Brinkis wieder mit einer 2,5. Markus, wie gewohnt, immer sehr stabil. Ruprecht heute nicht so gut. Alle anderen waren in Ordnung. Rausheben muss man allerdings auch Leonard Haas mit einer 1,0 hier. Wirklich gut. So, jetzt bin ich mal auf die Ergebnisse gespannt. Ich gucke jetzt gleich mal vorne weg. Das sind immer noch 11 Punkte. Wir haben noch 15 Punkte, sind noch zu vergeben, ne? Ja, das ist nur eine theoretische Geschichte. Die sind doch vorne nicht so blöd und verlieren jetzt jedes Spiel. Naja. Schauen wir mal. Holstein Kiel gewinnt 1:0 gegen Unterhaching. Sie haben sich erstmal wieder ein bisschen Luft verschafft da unten.
Elversberg verliert 0:1 gegen Osnabrück. Osnabrück könnte noch oben rankommen. Die haben noch Optionen. Auf jeden Fall wesentlich bessere wie wir. Dann haben wir Duisburg, gewinnt 2:0 gegen Stuttgart 2. Und die Duisburger sind jetzt wieder dran. 57 Punkte haben sie, 8 bei 58 wären sie auf Relegationsplatz. Die können sogar noch den direkten Aufstieg schaffen, weil der Hallische FC jetzt gegen uns eine empfindliche Niederlage bekommen hat. Und Chemnitz, das kann man jetzt schon mal sagen, sind schon fast so gut wie Meister. Also denen kann man schon fast gratulieren zur Meisterschaft. Theoretisch ist noch Luft nach oben, aber wenn man mal guckt, 8 Punkte, das ist schon ein dickes Brett. Dann haben wir Stuttgarter Kickers gegen Saarbrücken 1:0. Die Stuttgarter Kickers, na, die stehen noch hinter uns. Da geht es nur um den Abstieg noch für sie. Und das waren drei wichtige Punkte heute. Und das Spiel habt ihr gesehen. Wir gewinnen 3:1 gegen den Hallischen FC. Dann Preußen-Münster gegen Darmstadt 2:2. Preußen-Münster hat noch Chancen. Also die sind noch nicht ganz abgehakt. Darmstadt. Ja, ah, die sind abgestiegen. Also, guck doch mal da unten hin. Nee, nee, da tut sich nicht mehr. Das sind 17 Punkte bis Holstein. Also, Holstein-Kiel, die können noch. Burghausen kann noch. Für Rot-Weiß-Erfurt ist es auch schon so, dass ich sage, die sind eigentlich auch schon abgestiegen. Also, Darmstadt und Rot-Weiß-Erfurt können sich schon auf die Regionalliga freuen. Die Zeiten in der dritten Liga sind für sie so gut wie vorbei. Wacker Burghausen verliert 1:4 gegen Borussia Dortmund. Wo steht Wacker Burghausen? Ah, die kämpfen um Abstieg, jawohl. Und Dortmund, ja klar, die wollen es natürlich da oben noch wissen. RB Leipzig verliert gegen Chemnitz. Und der RB Leipzig tut sich im Moment schwer. Da hat Dortmund Duisburg jetzt dieses Wochenende wirklich richtig nochmal zugelangt. Also RB Leipzig hatte ich eigentlich weiter oben erwartet, aber tun sich sehr schwer. Und die Duisburger, ich habe es ja vorher gesagt, habe ich noch nicht abgeschrieben und das zeigt es mir auch, die haben am Ende wahrscheinlich noch mehr Luft nach oben. Dann haben wir noch Rot-Weiß Erfurt, verliert 2:4 gegen Jan Regensburg. Für Erfurt geht es noch um den Abstieg, aber ich habe ja gesagt, die sind eigentlich schon abgestiegen. Jan Regensburg, ja, die stehen besser da wie wir. Die können eventuell nochmal, wenn sie nochmal ein bisschen was zulegen, könnte dann nochmal was gehen am Ende. Aber auch sehr schwierig, ne? Auch sehr unglaubwürdig, wenn man daran denkt, ne? Wien Wiesbaden gewinnt 3:2 gegen Heidenheim. Ja, die Heidenheimer müssen sich in den Arsch beißen. Standen teilweise viel, viel besser da. Ihnen geht jetzt am Ende so ein bisschen die Luft aus. Und Wien Wiesbaden, ja, ähnliche Situation wie wir, wobei ich den einen Punkt, den sie jetzt weniger haben, macht es noch unwahrscheinlicher, ne? Also, nee, nee, nee. Da muss man schon mal sagen, also wir, wie gesagt, werden mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Da gehe ich eigentlich hundertprozentig von aus. Wir können uns nach oben noch ein bisschen verbessern und den Gedanken hier an den Relegationsplatz habe ich im Moment nicht. Das ist unrealistisch. Gut, dann gucken wir mal. Nächster Gegner ist Preußen Münster. Da haben wir natürlich gute Möglichkeiten, ein gutes Spiel hinzulegen. Hier ist jetzt soweit nichts Großartiges, was uns da interessiert. Dann sage ich schon mal Lewandowski Spieler des Monats. Dann sage ich schon mal langsam Tschüss. Freuen wir uns auf den nächsten Spieltag. Der 33. ist für uns gut verlaufen gegen den Hallischen FC. Das macht mich schon mal zufrieden. Und ja, mich interessiert auch nochmal eure Kommentare, ob ich den FM13 weiterspielen soll, wenn die Saison zu Ende ist. Oder ob ich mich nur noch auf den FM08 konzentrieren soll. Oder ob ich beides beibehalten soll, ob ich das auch gut gefällt. Das würde mich interessieren. Deswegen schreibt es mir mal in die Kommentare rein. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich denke mir, dieses Video werdet ihr dann am Montag. Montag habe ich ja gesagt, ne? Montag oder Dienstag? Mal gerade gucken in meinen Ladeplan. Nee, das werdet ihr am Dienstag sehen. Am Dienstag werdet ihr dieses Video hochgeladen bekommen und deswegen sage ich euch jetzt schon mal einen schönen Dienstag. Servus und goodbye, euer Smiloni.